Es erschließt sich vielleicht nicht jedem Norddeutschen sofort. Aber der Orden wider den tierischen Ernst ist nicht bloß irgendeine Auszeichnung. Er wird nur an besondere Persönlichkeiten verliehen. Der Elverrat, hier vertreten durch einige Mitglieder, hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir haben natürlich auch so mal drumherum geschaut und dann fallen natürlich auch Dinge auf, wie seine Auftritte bei der Kieler Woche, wo er dann auf der Bühne gestanden hat und fleißig mitgeschmettert hat. Na klar, das spricht sich bis nach Aachen rum. Genau wie die CDU-Wahlparty vom Mai 22. Daniel Günther wird von Januar an Ordensritter sein, und zwar auf Lebenszeit. Ja, man muss so ein Amt mit Demut ausüben. Ich glaube, es ist ihm als Ministerpräsident auch ganz gut gelungen. Deswegen jetzt auch für Höheres bestimmt wird er diesen Kurs hoffentlich fortsetzen. Also jetzt schön nicht abheben. Der Opposition bleibt nun nichts anderes übrig, als Günthers Auszeichnung neidlos anzuerkennen. Ja, er ist eben der größte Narr unter den Schleswig-Holsteinern. Ministerpräsident Günther ist nun bald der 74. Ritter des Ordens wider den tierischen Ernst. Sie stehen jetzt in einer Reihe mit Herrn Söder. Was macht das mit Ihnen? Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich mit solchen Persönlichkeiten, Markus Söder, Friedrich Merz, Gregor Gysi, all die sozusagen in einer Reihe stehe, auch als Ritter. Aber wir sind ja alle dafür ausgezeichnet worden, dass wir in der Politik ein bisschen Fröhlichkeit auch haben, dass wir Optimismus verbreiten. Und von daher ist das für mich schon etwas Besonderes. Daniel Günther wird bei der Ordensverleihung Ende Januar in Aachen eine Rede halten. Und zwar in so einem Käfig wie diesem. Das hat Tradition.